Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Und letztes Mal schon angefangen im Kapitel. Haben gesehen, wie Mose mit dem Volk Israel zum Berg Gottes gekommen ist, zu dem Berg, an dem Gott Mose erschienen ist an dem Gott zu Mose gesprochen hat, ihn berufen hat, durch den brennenden Dorn Dornbusch hindurch, und wie er sein Wort gehalten hat, seine Verheißung, ihr werdet an diesem Ort mich anbeten. Das soll das Zeichen sein. Jetzt sind sie an diesem Ort, 40 Jahre später. Drei Monate oder im dritten Monat nach dem Auszug. Und Mose steigt zu Gott hinauf und Gott ruft ihn und erinnert ihn an das, was und erinnert auch das Volk Gottes daran, was ähm, er getan hat und was er mit ihnen vorhat. Und ich denke, das ist das, das Wichtige, das Konzept Gottes ist, dass er, ähm, er hat ein Ziel mit uns. Er hat ein Ziel mit seinem Volk, aber das große Ziel steht eigentlich ist noch größer. Es ist nicht nur mit seinem Volk Israel, sondern das ist sozusagen nur ein Schatten der zukünftigen Dinge, wie Paulus es sagt. Diese Verheißung, die er dem Volk Israel gibt, die, die geht über noch auch auf diejenigen, die hinzugefügt werden, die Schafe aus der anderen Herde, von der Jesus spricht in Johannes 10, wo er sagt, ich habe noch eine andere Schafherde, die muss ich auch noch holen, wo er zu den Jüngern gesagt hat, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern alle Nationen. So sind wir eingepfropft in den heiligen Stamm Israel. Und uns gelten auch die Verheißungen. Wir dürfen sie auch für uns in Anspruch nehmen. Wir dürfen aber nie vergessen, dass es aus Gnade ist, nicht aus uns selbst heraus, nicht aufgrund unserer Geburt, nicht weil es uns zusteht, sondern einfach nur allein aufgrund dessen, dass wir Gnade empfangen haben. Dass Gott gesagt hat durch den Propheten Jesaja: Es reicht mir nicht, dass du äh, der Retter Israels bist. Du sollst auch zum Licht der Nationen werden, zum Licht für die Völker. Und so haben wir es dann in Offenbarung gesehen, dass Gott Menschen aus allen Völkern, allen Sprachen, allen Nationen um seinen Thron gesammelt hat. Alle, die durch das Blut des Lammes erkauft wurden, die gerettet wurden, die geheiligt wurden, die gereinigt wurden. Wir kommen gleich noch dazu. Durch das Blut Jesu, was er vergossen hat am Kreuz von Golgatha, was wir heute Abend wieder feiern. Und dann wird es mehrmals in der Offenbarung betont oder geschrieben nochmal. Und das bestätigt eigentlich, welche zentrale Aussage das hier ist am Anfang von Kapitel 19 im zweiten Buch Mose. Diese zentrale Aussage, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. In Offenbarung heißt es dann, er hat sie zu Königen und Priestern gemacht. Und wir denken ganz schnell dabei an, ja, besonderen Glanz und besondere Herrlichkeit, besondere Ehre. Darum geht es dabei aber gar nicht. Jesus hat uns gezeigt, was ein wahrer König ist, als er am Kreuz mit der Dornenkrone hing. Er hat uns gezeigt, was ein wahrer hoher Priester ist, als er sein eigenes Blut vergossen hat. Zur Vergebung unserer Sünden. Das ist das Wesen Gottes, der Abdruck seiner Herrlichkeit, die Hingabe, die Selbsthingabe aus Liebe. Und so ist Jesus ein Mensch geworden, ist Mensch geworden und ist für uns alle. Das Vorbild. Er ist Mensch geworden, um ein Bruder für uns zu sein, wie es heißt. Um uns zu Brüdern und Schwestern zu machen von ihm. Und das heißt gleichzeitig zu Kindern des ewigen Gottes. So wie er Sohn Gottes war, sollen wir Söhne und Töchter Gottes sein. Das ist Gottes Ziel mit uns, mit unserem Leben. Es geht nicht zuerst um die Ehre. Ja, Ehre werden wir auch empfangen. Aber es geht darum, mit ihm verbunden zu sein. So wie Paulus das im Philippa 3 so schön formuliert. Ich sehne mich danach. Ich strecke mich aus. Ich jage dem nach. Ich möchte ihn erkennen und dieses Wort erkennen bedeutet wie, wie eine Ehefrau. Ich möchte mit ihm eins sein, ich möchte mit ihm eins werden. Die Kraft seiner Auferstehung will ich erkennen. Diese power of the resurrection, dass, dass diese, diese Stärke und Kraft, die den Tod überwunden hat, was gibt es für eine größere Kraft. Diese Kraft will ich in meinem Leben erfahren. Ich möchte sie erleben. Ich möchte eins werden mit ihm in seiner mächtigen Auferstehungsgestalt. Und dann sagte er aber auch: Ich möchte auch die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Ich möchte mit ihm eins werden, eins sein. Ich will seinen Weg gehen und das ist es. sein Jünger sein, mit ihm gehen. So, wie die Jünger damals mit ihm durch Galiläa ziehen. Ich will seinen Weg teilen, wie die Jünger auch später durch die Kraft des Heiligen Geistes diesen Weg gegangen sind, umhergezogen sind, frohe Botschaft verkündet haben, durch vielerlei Leiden hindurchgegangen sind. Das heißt aber nicht, dass sie den ganzen Tag von morgens bis abends geweint hätten und immer nur jeden Tag Schmerzen gehabt hätten. Nein! Sie hatten tiefe Freude im Herrn. Gerade da, wo sie schwer gelitten haben, wo sie geschlagen wurden, hat Petrus gesagt: Hurra! Ich habe diese Gemeinschaft mit Christus in seinen Leiden. Könige und Priester, Gott macht uns zu Königen und Priestern. Wisst ihr? Und das ist das, ist, das ist was ganz anderes als das, was, was du oberflächlich vielleicht darunter verstehst. Das ist nicht, das ist keine Show. Na, wir laufen hier nicht mit Kronen rum und ach, ich bin ein Königskind. <laughs> so, ne? Ja, du darfst, du darfst. Die, diese tiefe Sehnsucht in deinem Herzen soll gestillt sein. Ja, du bist ein König. Du bist geliebt. Du bist wertvoll, wo du dich selbst vielleicht überhaupt nicht so siehst, wo du denkst, ich bin der letzte Abschaum. Da sagt Gott zu dir: Das ist nicht so. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Du angenommen. Aber nicht um deiner selbst willen. Denn das, was du sagst, dass du der letzte Abschaum bist, das stimmt, das war. Deine Sünde ist ekelhaft. Das stinkt zum Himmel. Da will ich nichts mit zu tun haben. Aber durch Jesus, durch diesen reinen Sohn Gottes und durch sein Blut, was vergossen wurde für dich, durch die Gnade und Liebe, die in dein Leben eingezogen ist und die dich gereinigt hat und erneuert hat, dadurch bist du so wertvoll geworden. Dadurch bist du ein König, ein Priester. Und du sollst es werden, du sollst mehr und mehr dazu werden eine heilige nation das ist gottes ziel mit uns und das dürfen wir nicht aus dem auge verlieren wenn gott sagt denen die gott lieben werden alle dinge zum guten mitwirken dann meint er nicht damit dass ich einen guten job habe irgendwie ähm, ja eine hübsche frau heirate oder einen netten jungen mann kennenlerne dass ich irgendwie eine tolle familie habe mit vielen kindern oder dass ich irgendwie karriere ey leute das ist es nicht Dass Gott sagt, alles wird, wenn du mich liebst, wenn du mich, mir folgst, wenn du mich liebst, wird alles zu diesem Ziel dienen, dass du am Ende meinem Sohn Jesus ähnlich sein wirst. Und dass du mitregieren wirst, dass du Teil der neuen Schöpfung sein wirst in diesem Dienst. Und du fängst jetzt schon an, du, du hast jetzt schon Anteil an diesem Dienst. Was war der Dienst der Könige Israels? Es war nicht nur, ja, sie, sie sind in den Krieg gezogen. Sie, sind, ähm, sie haben das Land verteidigt, die Schwachen verteidigt. Sie sind vorne dran geritten und haben, sind in den Krieg gezogen, um, um das, das Volk zu verteidigen. Das ist auch jetzt schon unsere Aufgabe. Wir werden jetzt schon von Jesus mit hineingenommen mitzukämpfen, nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen Mächte und Gewalten. Diesen Kampf zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens für andere, nicht nur um unserer Selbstwillen, den Kampf, den wir selbst kämpfen müssen gegen die Versuchung, gegen die Anklagen und gegen die ähm, ja, Schliche des Teufels in unserem Leben, sondern auch für unsere Geschwister, die schwach sind, die angegriffen werden. Da fängt schon unser Königsdienst an, hier schon auf Erden. Der Königsdienst war auch, Richter zu sein, Gerechtigkeit zu bringen, Gerechtigkeit herzustellen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Das ist auch unser Dienst. Hier schon auf der Erde, jetzt schon es fängt schon an da wo christus in mir regiert werde ich dahin geführt diesen dienst schon auszuüben genauso den priesterdienst da haben wir öfter auch in letzter zeit mal darüber gesprochen der priesterdienst der darin besteht vor gott zu kommen das volk vor gott zu vertreten für das volk zu beten opfer darzubringen für das volk diese opfer wir bringen keine opfer da in dem sinne dass wir tiere schlachten aber wir wir bitten wie wie die Apostel, wie, wie Stephanus gebetet hat, Vater vergib ihnen. Wir beten stellvertretend für die Menschen um uns herum, Herr sei ihnen gnädig, erbarme dich über sie. Wir beten für die Menschen, dass sie geheilt werden, dass sie befreit werden, dass sie erneuert werden, dass sie Gott kennenlernen. Ja und die Priester hatten auch den Verkündigungsdienst, das Wort Gottes weiterzugeben. All das, in all das werden wir hineingenommen, jetzt schon. Es fängt jetzt schon an, dass wir berufen sind dazu, Könige und Priester zu sein. Na, so hat es Petrus auch formuliert in seinem ersten Brief, 1. Petrus 2, dass wir ein königliches Geschlecht sind von Priestern. Auch der Lobpreis und die Anbetung ist auch ein Teil des Priesterdienstes. So fangen wir jetzt schon an, da hineinzuwachsen. Und es ist gottes großes ziel für uns das, das ist unsere bestimmung wenn du so willst das ist deine und meine lebensvision unser lebensziel und deswegen und das ist so wichtig weil wir, weil wir oft na, in unserer sündhaften natur haben wir andere ziele was ist dein lebensziel? Wenn du gefragt wirst, was ist der Sinn deines Lebens? Was ist das Ziel deines Lebens? Was antwortest du dann? Das hier. Ich, Gott hat mich berufen, dass ich Priester und König werde. Das scheint so weit weg. Ne? Aber nimm das, nimm das mit. Denke darüber nach, wozu du berufen bist. Was Gott mit deinem Leben, mit dir vorhat. Und nimm das an. Erfreue dich daran, denn das ist die Freude Gottes. Das ist sein Wunsch für dich, für mich, für uns alle. Das möchte er mit uns. Also das stellt Gott hier voran, wenn er zu seinem Volk hier am Berg Gottes spricht. Und dann geht es natürlich um den Bund, den er mit ihnen schließen will. Aber bevor es jetzt wirklich dazu kommt, dass er die Worte des Bundes vor dem Volk ausspricht und ähm, Mose auch ähm, die Einzelheiten, die Details seines Bundes diktiert, ähm, geht es hier weiter in Vers 7. Also er hat ihnen dieses, ja, sie daran erinnert, was er für sie getan hat und was sein Ziel mit diesem Volk ist. In Vers 7 steht, darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Mose war das Sprachrohr Gottes. Er hatte vertrauten Umgang mit Gott. Gott hat zu ihm gesprochen. Er hat die Worte Gottes weitergesagt. Er hat sie treu weitergegeben. All die Worte, die ihm der Herr geboten hatte. An irgendeiner Stelle im, im fünften Buch Mose sagt Mose auch, füge nichts hinzu, nimm nichts davon hinweg, von den Worten Gottes, die Gott spricht. Verfälsche das Wort nicht. So hat es Mose auch selbst gehandhabt. Er gibt es alles weiter, was der Herr ihm geboten hat. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Er ist ein Mittler. Er steht zwischen Gott und dem Volk. Und er ist damit ein ein Vorbild, ein Vorgeschmack für den, der für das ganze Volk Gottes, für alle, die dazugehören, die dazugewonnen werden, von nah und von fern gibt es einen Mittler den Menschen Jesus Christus. Er ist der größere Mose, der nicht nur für eine Zeit, denn Mose war nur so lange er lebte, Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Als er gestorben war, war er es nicht mehr. Da kamen dann andere Propheten. Aber Jesus ist der Größere Mose, warum? Weil er in Ewigkeit bleibt, er bleibt in Ewigkeit der Mittler zwischen den Menschen und Gott. Vers 9, da sprach der Herr zu Mose, ach so, nee, äh, wichtige Sache vergessen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun, sagen sie. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Schöne Aussage, oder? Schöne Aussage, wie sie sich hingeben wollen. Ja, endlich sind sie an dem Punkt, wo sie sagen, ja Herr, alles. Ich will dich ganz, Gott. Und ich will mich dir auch ganz geben. Ein ganz Opfer. So wie Paulus es sagt, das ist doch der vernünftige Gottesdienst. Bei all dem, was Gott für uns getan hat, ist es doch vernünftig, dass wir unser ganzes Leben auf den Altar legen. Nicht nur Teilbereiche, nicht nur äh, Mittwochsabends, Sonntagsmorgens, das ganze Leben gehört dir. Alles, die Tage, die Nächte, alles soll dir gehören, alles soll dich verherrlichen. Das gebührt doch unserem Gott. Und das haben sie verstanden. Und das war ihre Sehnsucht. Ja, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. So sagt Paulus es auch. Das Gute, ich habe erkannt, dass Gott gut ist. Ich habe erkannt, dass das Gesetz gut ist. Ich habe erkannt, dass es wunderbar ist. Ja, ich will es tun. Und dann sagt ein Römer 7, aber das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will. Wer wird mich erretten aus diesem elenden Zustand? aus diesem Tod verfallenen Leben. Mir droht das Verderben, ich weiß es. Und das ist, das ist diese tiefe, tiefe Not, die, die äh, Paulus spürt, dass, dass er, er kann nicht anders als er kann nur schreien, er kann nur zu Gott schreien. Und dann ist Gott ihm begegnet in Jesus Christus und hat seinen Schrei erhört gesagt, ja, ich habe, ich habe Rettung für dich. Aus diesem Zustand kann ich dich erlösen. Ich kann dich erretten. Es gibt einen Ausweg. Ich kann dich dazu machen, zu einem Menschen, der in meinen Geboten wandelt. Ich kann das. Und ich mache das auch. Aber hier sind sie noch an dem Punkt, wo sie es erstmal nur sagen vielleicht in naivität vielleicht in einer großen hoffnung einfach dieser große wunsch tatsächlich alles was gott gesagt hat zu tun und später wird es auch noch mal wiederkommen wenn sie dann den bund schließen in kapitel 24 da gehen wir dann später noch mal drauf ein Vers 9. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Also Gott hat einen bestimmten Plan hier. Er möchte gerne, dass das Volk Israel noch einmal in besonderer Weise darin ähm, bestärkt wird, darauf zu vertrauen, dass Mose hier nicht irgendwelche eigenen... Geschichten erfindet und ihnen weitergibt, sondern dass es tatsächlich Gott selbst ist, der mit ihnen spricht, durch Mose. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Manche sagen dann, wieso erschossen? Die haben doch damals noch keine Pistolen gehabt. Man kann auch mit Pfeil und Bogen schießen. Ja, nur zur Erklärung. Ähm Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und erheiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk: haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Gott sagt, ich werde kommen, ich werde dem Volk Israel begegnen in dieser wunderbaren Art und Weise. Und du musst das Volk, dem Volk klar machen, Mose, dass sie nicht einfach so mir nahen können, dass sie nicht in meine Nähe kommen können. Es geht nicht. Und das ist etwas, was du im Alten Testament immer wieder und wieder siehst: dass Menschen ganz sensibel dafür sind, für diese Heiligkeit Gottes und die Unnahbarkeit Gottes. Du kannst Gott nicht nahe kommen. Wenn du es versuchst, wirst du sterben. Das ist der Grund, warum Gott Adam und Eva aus dem Garten hinausgeworfen hat, aus seiner Nähe. Vorher konnten sie in seiner Nähe leben. Sie waren ohne Sünde. Sie hatten eine reine, vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Ungetrübt. Aber jetzt war die Sünde dazwischen gekommen. Und mit der Sünde war alles Böse, alles Üble dazwischen gekommen: das Misstrauen gegen Gott, alle falschen Verdächtigungen und Anklagen gegen Gott. Und auch alles Misstrauen und alle Anklagen und Verdächtigungen gegeneinander. Und Gott lässt das nicht zu in seiner Nähe. Er ist die Liebe in Person. Bei ihm kann das Böse nicht bestehen, es vergeht. Und Gott warnt das Volk und sagt: Macht das nicht, geht nicht über die Grenze. Geht nicht über die Grenze. Erst wenn das Widerhorn anhaltend ertönt, nur mit meiner Erlaubnis. Erst dann könnt ihr näher treten. Aber später wird auch gesagt, das heißt nicht, dass sie wirklich in die direkte Nähe Gottes kommt. Sie können einen Schritt näher kommen, sozusagen. Wir sind natürlich durch das Evangelium so stark geprägt von dem Gedanken, dass Gott unser Vater ist. Ja, sogar, dass er unser Papa ist. Wir sind so stark davon geprägt, dass Jesus unser Freund ist, der uns näher ist als jeder Bruder. Wir sind durch das Evangelium wissen wir, dass durch den Glauben Jesus in mir lebt, dass wir sozusagen ein Geist mit ihm sind. Diese ganzen Gedanken, die können von unserem Fleisch verdreht werden und vom Widersacher verdreht werden, sodass wir die Ehrfurcht vor Gott verlieren. Aber die Ehrfurcht vor Gott ist der Weisheit Anfang wenn wir die wir aus gnade erlöst sind anfangen mit der gnade zu spielen dann kommen wir in große gefahr wir müssen uns bewusst sein und deswegen ist gut auch hier diese stellen zu lesen diese, diese ähm, texte aus dem alten testament aber auch im neuen testament finden wir solche texte die uns innewerden lassen dass gott heilig ist gerecht und ich als sünder vor ihm nicht bestehen kann, dass der Sünde soll, der Tod ist, dass ich Gott gar nicht nahen kann aus mir selbst heraus. Manchmal ist es wichtig, mir selbst das vorzuhalten, weil ich so tue, als ob es anders wäre. Deswegen ist es wichtig und gut, immer wieder das Abendmahl zu feiern, weil es uns in Erinnerung ruft, nur durch Jesu Blut können wir das. Wie Hebräer sagt, wir können in das Innerste des Heiligtums gehen. Warum? Weil der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang ist der Leib Jesu, durch den können wir hindurchgehen. Dann dürfen wir Gemeinschaft mit Gott haben, in dieser Nähe, in dieser Vertrautheit. Aber nicht aus uns selbst heraus. Das geht nicht. Und deswegen sagt Gott auch zum Volk durch Mose, sie sollen sich heiligen. Sie sollen, hier steht, du, Mose, sollst sie heiligen heute und morgen. Das ist interessant, dass Mose das tun soll. Aber sie werden auch angewiesen, sie sollen selbst ihre Kleider waschen. Und sollen bereit halten, sich für den dritten Tag. Auch diese Selbstverständlichkeit, dass wir denken: Ja, ich kann ja jederzeit zu Gott kommen. Es ist etwas Wunderbares, was Gott uns geschenkt hat durch Jesus. Dass Jesus gesagt hat: Es wird die Zeit kommen, wo ihr weder an diesem Ort noch an jenem Ort anbeten werdet, sondern im Geist und in der Wahrheit. Betet alle Zeit. Zu jeder Zeit ist der Zugang zu Gott da. Aber auch das. Soll uns nicht dazu verführen, in unserem Fleisch es als selbstverständlich hinzunehmen, als etwas, was ja kann ja jederzeit beten, überall und zu jeder Zeit und was weiß ich. Nein, manchmal ist es auch so in unserem Leben, dass Gott uns tatsächlich auch warten lässt, dass wir bitten, dass wir beten, dass wir ihn suchen und wir spüren, wir merken, ich dringe nicht durch zu Gott. Irgendwie ist Gott weit weg. Dann hat Gott vielleicht eine Botschaft für dich und für mich. Du musst dich erstmal heiligen. So wie du jetzt drauf bist, lasse ich dich hier nicht in meine Gegenwart. Geschwister, das heißt nicht, dass wir nicht mit großer Sünde in die Gegenwart Gottes kommen können. Jesus hat sich mit den Sündern hingesetzt. Aber wenn in meinem Herzen ich nicht gebrochen bin, wenn ich nicht in Demut komme mit dem Herzen des Zöllners, der sagt, Herr sei mir Sünder, gnädig, nicht als äußere Floskel oder als irgendwie so eine aufgesetzte Masche. Gott schaut in mein Herz rein, wenn ich mit einer aufgesetzten Masche komme, der durchschaut mich das will ich nicht das will gott nicht aber wenn dein herz ehrlich zerbrochen ist über deine sünde über deine deine fehler dein versagen dann darfst du kommen selbstverständlich denn das ist genau die art und weise wie du dich dann reinigst wie kannst du dich denn reinigen nur durch das blut jesu kannst du dich reinigen nur durch, durch gottes geist kannst du gereinigt werden und geheiligt werden Lass uns dazu ein paar Texte aus dem äh, Neuen Testament lesen. Ähm, sie sollen sich heiligen oder du sollst sie heiligen. Johannes 17. Und was bedeutet heiligen? Heiligen bedeutet sich abwenden, sich absondern. Von der Sünde, von dem Bösen. Das heißt, sich zu trennen von der Sünde. Und diese Trennung geschieht im Herzen. Es, es fängt im Herzen an. Das ist eigentlich Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis und Umkehr. Ich erkenne, dass ich gegen Gott gesündigt habe, so wie ich gelebt habe, so wie ich mich verhalte, so wie ich drauf bin, so wie mein Herz drauf ist. Das ist Sünde gegenüber Gott. Ich erkenne das. Und dann dieser Prozess, sich zu trennen von der Sünde, ist. Ich will das aber nicht. Das ist nicht meins. Ich will das nicht mehr dulden in meinem Leben. Das gehört nicht in mein Leben hinein. Ich will mich davon trennen. Und du steckst noch mittendrin. Das macht aber nichts. Das ist der Anfang. Da darfst es aber nicht stehen bleiben. Der Heiligungs. Prozess geht dann weiter, dadurch dass ich meine Sünde erkenne und dann bekenne im Gebet vor Gott und dann mich reinigen lasse durch sein Blut, das Opfer, was er für Sünden gebracht hat und dann weitergehe und mein Herr sagt zu mir, wenn ich Sünde bekenne, ich weiß nicht, was er zu dir sagt, aber zu mir sagt er Deine Sünde ist dir vergeben. Gehe in den Frieden, sündige nicht wieder. Mach nicht einfach so weiter. Und dann stehe ich natürlich da und sage: Herr, wie kann ich? Ich stecke doch mittendrin, ich bin so schwach. Dann sagt er, hier, mein Geist. Ich gebe dir meinen Geist. Ich gieße deinen Geist in, mein, in dein, meinen Geist in dein Herz aus. Ich gebe dir die Kraft, um Widerstand zu leisten. Ich bin mit dir bin noch nicht fern. Ich gehe mit dir weiter und wenn du in Versuchungen gerätst, wenn du in Anfechtung fällst, ich stehe dir bei, damit du siegreich sein kannst, damit du nicht wieder fällst. Johannes 17 Vers Vers 15. Jesus betet für die Jünger und er betet am Ende auch und sagt, ich bete nicht nur für, für die hier, ne? also er redet zum Vater und sagt, ich bete nicht nur für die hier, für die Jungs hier und Mädels, sondern ich bete auch für die, die durch sie zum Glauben kommen. Sagt er später. Also diese Gebete, die sind auch für uns. Und dann sagt er in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Ich weiß, der eine oder andere denkt so und sagt, ja, Vater möchte so schnell wie möglich eigentlich weg hier bei dir sein. Es reicht jetzt hier. Aber Jesus sagt, ich bitte nicht, dass du sie wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Guck mal, Jesus hat für dich und für mich gebetet, dass Gott, der Vater uns vor dem Bösen bewahrt. Meinst du, der Vater wird Jesus Gebet erhören? Ich glaube schon. Deswegen hat Jesus gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird sie aus der Hand meines Vaters reißen. Vater, bitte bewahre sie vor dem Bösen. Wird er das Gebet erhören? Ja, er wird es erhören. Er wird uns bewahren vor dem Bösen. Er wird uns nicht ins Verderben rennen lassen. Wir sind seine Kinder. Er bittet für uns. Und Gott wird das Gebet erhören. Und dann sagt er noch etwas anderes. Er sagt in Vers 16: Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Aber wir sind in der Welt. Aber nicht von der Welt. Es ist, wir sind anders. Und wir sollten uns auch anders sehen. Wir sollten uns nicht gleich machen in dem Sinne. Wir sind gleich und doch verschieden, völlig anders. So, und dann sagt er hier in Vers, 18, äh, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Diese Reinigung, diese Heiligung geschieht durch das Wort Gottes. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Klingt ein bisschen merkwürdig hier alles. Aber Jesus sagt, ich lebe dieses heilige Leben. Ich gebe mein Leben für sie, dass sie Geheiligte sind durch Wahrheit. Und das finden wir auch in Epheser 5 wo Paulus die Ehe als Bild für Christus und die Gemeinde hier anführt. Und er sagt zu den Männern in Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Na, Jesus reinigt seine Braut, dass sie wunderschön bei der Hochzeit sozusagen auftreten kann. Und so ist das hier auch am Anfang, als, als Gott das Volk Israel zu sich zieht und den Bund mit ihm schließen will. Er will, dass sie gereinigt vor ihn treten. Dass sie nicht so dreckig kommen wie sie und lausig kommen, wie sie sind, sondern dass sie sich reinigen, um mit ihnen diesen Bund einzugehen. Jesus will uns reinigen, seine Braut. Wir sind seine Braut, wir sind noch nicht seine Ehefrau die hochzeit des lammes kommt noch wenn wir entrückt werden werden wir vor den traualtar mit ihm treten sozusagen wir werden hochzeit feiern mit ihm und jetzt reinigt er uns im wasserbad des wortes immer und immer wieder er reinigt uns er heiligt uns und auch für uns persönlich gilt das. 1. Korinther 6. Vers 9. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht erben. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und du kannst die Liste auch noch ein bisschen weiterführen. Du wirst wahrscheinlich noch einiges finden. Wenn du. Getrieben von deinem Fleisch in der Sünde lebst und wandelst und das deine Identität ist. Du bist ein Ehebrecher. Du bist ein Räuber. Du bist ein Götzendiener. Du bist ein Homosexueller. Du bist ein Habsüchtiger. Du bist ein Säufer. Das ist alles auf einer Stufe. Gibt es keine Abstufung? Du bist ein Lästerer. Mit diesen Menschen will Gott keine Gemeinschaft haben. Das, das, sie, sie sind nicht seine Kinder, die daran leben. Paulus sagt es ganz nett und freundlich. Er hätte das auch sehr deutlich, er hätte das auch deutlicher schreiben können in Vers 11, so deutlich es zumindest. Und das sind manche von euch gewesen. Ich hätte an seiner Stelle geschrieben: Das sind wir alle gewesen. An anderer Stelle sagt das ja. Im Epheserbrief sagt er: na, Wir alle waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Hier ist er ein bisschen freundlich und nett und will niemanden auf den Schlips treten. Ja, ihr seid ja alle fromme, nette Leute. Ihr seid ja alles das nicht gewesen. Ne? Aber ich sage euch, wenn wir nicht inne werden und erkennen, was für schlimme Sünder wir sind, dann werden wir auch nicht das. Erfahren, was hier wunderbar uns allen, allen diesen Menschen, den Unzüchtigen, den Götzendienern, Ehebrechern, Weichlingen, mit Männern schlafenden, Dieben, Habsüchtigen, Trunkenbolden, Lästerern und Räubern gegeben wird. Was wird ihnen gegeben? Manche von euch sind das gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Gereinigt, abgewaschen. Die Kleider sind gewaschen. Die Kleider, wir finden sie wie immer wieder als Symbol. Na? Was ist mit dem verlorenen Sohn? Er kommt nach Hause in furchtbar dreckigen Klamotten. Sie stinken drei Meilen gegen den Wind nach Schwein. Was macht der Vater? Er sagt, kommt, bringt das beste Gewand. Das habe ich waschen lassen und in seinem Schrank aufgehoben für den Tag, dass er wiederkommt. Bringt das beste Gewand, den besten Anzug, die Festkleider, bringt es her und zieht ihm das an. Ihm wird es angezogen, die Kleider der Gerechtigkeit. Und in der Offenbarung wird uns das auch gesagt. Die, die, diejenigen, die ähm, um den Thron herumstehen, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Und am Ende endet die Offenbarung damit. Selig derjenige, der seine Kleider bewahrt. Und das ist es, Geschwister. Gott hat uns in Jesus Christus dieses neue Gewand geschenkt, dieses reine Gewand. Wir müssen es bewahren. Und wo wir es befleckt haben, müssen wir es wieder reinigen lassen. In die Reinigung hineingehen, in die Heiligung. Und so sagt, so sagt Paulus das dann auch weiter. Na, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Und dann sagt er in Kapitel 7, 1. Korinther, sagt er, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, einen Mann, keine Frau zu berühren. Interessanter Aspekt hier, in Kapitel 19 sagt Mose auch, bitte enthaltet euch diese Tage. Habt bitte keinen Sex. In diesen Kapiteln hier in, in 1. Korinther 6 und 7 macht Paulus uns deutlich: Sex ist nicht alles. Die Verbindung von Mann und Frau ist nicht alles. Auch die Ehe ist nicht alles. Ist nicht das Höchste. Das Höchste ist, ein Geist mit dem Herrn zu sein. Und Enthaltsamkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das brauchen wir. Und es ist gut und wichtig sich danach auszustrecken. Weil wenn du dem heiligen Gott begegnen willst, dann musst du auch deinen Sexualtrieb unter die Herrschaft des heiligen Geistes gestellt haben. Du kannst nicht einfach deinen Sexualtrieb ausleben, wie du meinst, dass du es musst. Die dem Christus Jesus angehören haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Das gilt auch für die sündhafte ähm, Natur meines, meines, ähm, meines Wesens, meines Fleisches, meinen Sexualtrieb einfach auszuleben, wie ich, wie ich das für richtig halte, anstatt in der Ordnung Gottes, die alleine gut ist. Und ja, es heißt vielleicht auch, sich zu enthalten. Und ohne Gott kann ich das nicht, ohne seinen Geist kann ich nichts. Da sage ich, ich will das Gute tun, aber ich tue das Böse, was ich nicht will. Da sagt Gott, lass dich reinigen und lass dich erfüllen mit der Kraft des Geistes, dass du Widerstand leisten kannst. Ich spreche aus Erfahrung, Brüder, Schwestern. Gott kann das in den Griff kriegen, wenn ich es will. Also ruft er hier das Volk auf, sich zu reinigen, sich zu heiligen. Vers 16. Und es geschah am dritten Tag, als es morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Es war eine schockierende Erfahrung, dieser, diesem heiligen Gott zu begegnen, in seiner Macht, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Das sind ja nur die Naturphänomene, die da drumherum sozusagen geschehen sind. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, also die hatten gar keine Lust in die Gegenwart Gottes zu kommen. Mose sagt: "Komm, komm, 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 kommt." Und sie stellten sich am Fuß des Berges auf und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. Wie so ein Erdbeben, wie so ein Vulkanausbruch. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Also hier erleben Sie das, dass Gott mit Mose redet. Sie erfahren das, Sie sind Zeugen davon. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab auf den Gipfel des Berges und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf und der Herr sprach zu Mose steig hinab warne das Volk dass sie nicht zum Herrn durchbrechen um zu schauen wisst ihr das kommt ja Die, diese Angst diese vor diesem Schrecklichen vor diesem ja was etwas was so stark ist was ich überhaupt was, was mich erdrücken wird wo ich aber irgendwo in unserer sündigen Natur, die Neugier. Ne? Ich will doch irgendwie sehen, was das ist. Manchmal ist es bei den Bösen, ich kenne das von mir, manchmal zieht mich das, es widert mich an, das Böse. Und gleichzeitig fühle ich mich angezogen und will sehen, was ist das eigentlich? Die Neugierde. Er sagt, Schärfe ihnen ein, warne sie, dass sie das nicht tun. Sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten sollen, sich heiligen. Und das ist nochmal eine Erinnerung daran. Wir sind berufen, Priester zu sein, aber wir sind dadurch nicht einfach so heilig, sondern geheiligte durch Christus. Und immer wieder geheiligte durch Christus, gereinigt. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir brauchen diese Reinigung, so sagt es Johannes, 1. Johannes 1. Wir brauchen diese Reinigung immer wieder. Wir haben nicht per se, wir, wir haben nicht diese Natur wie Jesus, diese göttliche Natur jetzt schon dass wir einfach so in die Gegenwart Gottes kommen können. Und Gott sagt es hier nochmal, die Priester müssen sich heiligen, wenn sie herannahen. Sie können nicht einfach so kommen, nur weil sie das auserwählte Geschlecht sind, weil sie die, das Priestergeschlecht sind, sie müssen auch sich heiligen und sich reinigen. Und so mussten die Priester auch immer wieder Opfer für sich selbst opfern. Sie waren nicht die heiligen, abgehobenen. Vom Volk. Sie waren Teil des Volkes, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zu dem Herrn: Das Volk wird in den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Mose hat so eine vielleicht ein bisschen naive Sichtweise. Wir haben doch die Grenze gezogen. Ich habe ihnen doch gesagt, dass sie nicht gehen sollen. Die werden schon nicht hochgehen. Du hast uns ja gewarnt. Gott kennt uns. Ne? Er weiß, wie wir drauf sind, wie wir dann doch getrieben von unserer Neugierde, von unserer Begierde, dann doch die Grenze überschreiten. Da sprach der Herr zu ihm, geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Ja, lass uns das Abendmahl jetzt nehmen zusammen, dass wir uns reinigen und bereiten lassen zu dem Priesterdienst, zu dem Gott uns berufen hat, auch schon in dieser Zeit.